Scharlach gehört zu den häufigsten bakteriellen Erkrankungen bei Kindern und wird durch A-Streptokokken verursacht. Doch auch Erwachsene können sich infizieren. Die Inkubationszeit beträgt zwischen einem und drei Tagen. Zu Beginn der Erkrankung sind die Symptome meist unspezifisch. Dazu gehören Kopf- und Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Schüttelfrost, rasch ansteigendes Fieber, Bauchschmerzen und Erbrechen, vor allem bei Kindern, Rötung an Gaumen und Rachen sowie geschwollene Lymphknoten im Halsbereich. Nach ein bis zwei Tagen entsteht ein juckender Hautausschlag, der sich über die Achseln, den Brustkorb und die Leisten auf den ganzen Körper ausbreitet, wobei Handinnenflächen und Fußsohlen ausgespart bleiben. Der Ausschlag hält etwa 6 bis 9 Tage an, anschließend schält sich die Haut vor allem an den Handinnenflächen und Fußsohlen ab. Ein typisches Symptom von Scharlach ist auch die Himbeerzunge. Dabei rötet sich die Zunge himbeerfarben, die Haut um die Mundpartie ist blass. Scharlach ist hoch ansteckend, daher sollten Betroffene Kontakte vermeiden. Die Übertragung erfolgt per Tröpfcheninfektion, Schmierinfektionen sind selten. Hinzu kommt, jeder 5. bis 10. Mensch ist Träger der Scharlacherreger, ohne selbst zu erkranken. Behandelt wird Scharlach mit Antibiotika wie Penicillin V, meist über 10 Tage. 24 Stunden nach Beginn der Antibiotikagabe sind Betroffene nicht mehr ansteckend. Ohne Antibiotikatherapie besteht bis zu 3 Wochen nach den ersten Beschwerden Ansteckungsgefahr. Nach überstandener Scharlachinfektion besteht lediglich eine Immunität gegen das jeweilige Toxin, sodass eine wiederholte Erkrankung möglich ist.